Du. So. Ach, sie sehen gut aus. Heute schon gekotzt? Was ist mit Ihnen? Juckt Ihnen allen das Fell oder was? Nee, wir wollten jetzt noch was, wie soll ich sagen, Gesangsmäßiges darbieten. Ein paar Zeilen über Betrug. Habe ich ja in der Bibel gefunden. Habe ich ein bisschen suchen müssen, aber habe ich dennoch gefunden. Vielleicht bringt das eine gewisse Erleuchtung. Wenn Sie übrigens all Ihr Hab und Gut der Kirche spenden wollen, können Sie sich an Herrn Hopkins wenden. Ne? Kann ja sein, dass Sie zum Glauben finden. Nee, habe ich ja eben gerade schon gesagt, nachdem Sie mir irgendwie eine Stunde lang Monolog hier gehalten haben. Herr Peters, erst Trompete oder erst Geige? Trompete. Bitte. Oh, tut mir einen Gefallen und verpisst euch. Ihr nervt wirklich. Verpisst euch einfach. Was ist dir aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch? Bitte was? Herr Steiger. Habe ich schon richtig verstanden. Die ja. Trompete, bitte. Kommen Sie mal rein, dann zeige ich mal, was mir aus dem Gesicht gefallen ist. Kommen Sie rein. Ich fange jetzt erstmal an zu trompeten. Nein, ich will nichts hören. Ist zu spät. Also das ist eine Schüssel, 130 Lohsilber und je eine Schale Zylund hatte, dass die Summe alles Silbers am Gefäß betrug 2400 Lot nach dem Lot des Hautes Stopp. So, jetzt müssen wir das nächste Lied. Sonst kommen wir durcheinander. Wollen Sie mich eigentlich einfach nur nerven? Das oder war übrigens viertes Buch Mose 7,85. Was ist das Ziel von Ihnen? Wie wollen Sie läutern? Jetzt Geige oder immer noch Trompete? Trompete. Sie sind solche Witzfiguren. Okay. Sie sind doch keine Sheriffs. Sie sind doch irgendwelche Witzfiguren. Können ich bin kein Weiterhilfsreferent. Also ich darf das. Das hat also quasi auch eine, wie soll ich sagen, geistliche Wirkung. Ne? Okay. Ja. Geistig auf jeden Fall ist das. Das geistig behindert, was wir da machen. Durch seine Klugheit wird ihm viele verderben. Wie waren Sie jetzt schon fertig, Herr Flint? Und sich auf... Jetzt haben Sie jetzt aufgehört, oder? Ja, ich muss Luft holen. Verdammte Scheiße, wir müssen das aber besser üben. Also beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen mehr Luft holen. Ja, das geht so nicht. Ja, dann muss ich meine Verse kürzer wählen. Ja? Ja, soll ich dann weiterspielen? Ja, ein kurzer noch. Das ist schön. Welche keine Sünde tat, ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden. So, stopp. Danke. Das war erst Buch Petrus 2,22. Ich bitte Sie jetzt nochmal, verpissen Sie sich einfach. Es ist wirklich mach die Denkmurmel zu. Sag mal,